Die Sonne zeigt schon mal, was sie kann. Genauso wie dieser Wartburg 1.3. Das Fahrzeug ist 34 Jahre alt. Sein Besitzer Jesko Weiß ist 37. Beide verbindet eine tiefe Beziehung. Fast genauso tief, wie das Fahrzeug auf der Straße liegt. Der Wartburg ist komplett umgebaut, er ist tiefer gelegt, er hat größere Bremsen, hat einen strafferen Motor. Ja, die Innenausstattung ist komplett überarbeitet im, sagen wir mal, Originalstil. Und technisch ist da ganz, ganz viel dran passiert. Dafür hat der Karosseriebauer aus Zwickau 4 Jahre Zeit und eine Menge Geld investiert. Er hat den Wartburg zerlegt bis auf den Rahmen. Dazu kamen ein 16-Ventilmotor aus dem VW-Regal sowie ein neues Getriebe. Mit 5 statt wie bisher 4 Gängen. Dadurch besteht der Wartburg nun auch auf der Überholspur. Man kann mit dem Fahrzeug die 200 knacken, das funktioniert schon, aber auch nur hochkonzentriert. Also 180 kann man schon fahren, ohne dass man Angst haben muss. Es ist noch relativ angenehm vom Fahrwerk her. Lenkung ist exakt, das Lenkgetriebe ist auch mit modernen Komponenten bestückt. Das funktioniert. Ein enormer Aufwand für ein Modell, das in der DDR-Autoszene eher am Rande betrachtet wird. Dort gelten die älteren Wartburg-Baujahre als die wahren Klassiker. Ich möchte mich natürlich immer ein bisschen abheben. Und mir persönlich gefallen Autos mit Plastikstoßstangen verdammt gut. Weil das, wenn du in der Kindheit aus dem Fenster geguckt hast, hast du Autos mit Plastikstoßstangen gesehen. Und ob das der Skoda Favorit ist oder der Wartburg 1.3 oder auch der Trabant 1.1, das hat einen besonderen Charme. Die Liebe dazu ist jetzt nicht unbedingt so sehr da in der Szene, aber für mich genau das Richtige. Inzwischen besitzt er 10 Fahrzeuge, darunter einen nachgeschärften Skoda Favorit und mehrere Trabant-Modelle. Den Skoda fährt auch seine Partnerin, doch sie hofft eigentlich auf mehr. Jesko hat mir ja versprochen oder hat mir vor 3-4 Jahren einen 2er Golf geschenkt. Tatsächlich denselben, wie ich damals hatte, den ich mir selber mit 18 damals gekauft hatte. 2er Golf Tornado Rot. Und den hat er mir geschenkt und da hat er mir versprochen, dass er mir den aufbaut und herrichtet. Da warte ich jetzt seit knapp 3 Jahren drauf. Aber wenn es noch ein Jahr länger dauert, ist es auch okay. Denn im Sommer bleibt keine Zeit zum Schrauben. Da brettert Jesko Weiß mit dem Wartburg zu Oldtimer-Treffen. Entweder an die Ostsee oder an den Balaton. Auch wenn das Fahrzeug für die ungarischen Straßen manchmal dann doch etwas zu tief liegt.